Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nico vs. Chiara. Und zwar zur vierten Folge. Wir haben uns heute was ganz Spezielles überlegt. Nico hat es schon in der Hand. Wir werden uns die Hände verbinden. Das Ganze geht 2 Stunden. Wir haben insgesamt 8 Challenges hier vorbereitet. Im 15-Minuten-Takt werden wir hier einen Zettel rausziehen. Da stehen verschiedene Challenges drin, die wir erledigen müssen ohne Hände. Das Ganze geht so lange, bis einer von uns beiden seine Hände benutzt oder einfach abbricht. Seid gespannt, wer von uns beiden länger durchhält und sich besser anstellt. Wir verbinden jetzt Chiaras Hände. Oh, das ist voll unangenehm. Auch an den Schultern. Ja, 2 Stunden. Und? Ist fest. Ja, jetzt kann ich deine nicht verbinden. Also, wir haben jetzt unsere Hände verbunden. Es fühlt sich ganz komisch an. Und es tut scheiße weh an meinen Haaren. Und ich wurde nicht gezwungen, diese T-Shirt anzuhaben. Let's go, wir starten mit dem Challenge. So muss man ungefähr alles machen. Man darf seine Hände gar nicht benutzen. Entweder Füße oder Mund. Hast du gut gemacht? Ich hab voll gesabbert. Da hast alles angesabbert. Okay, erste Challenge kommt rein. Für wen? Für dich. Du hast gehalten für dich. Oh. Oh, das wollte ich Nein, ich wollte es machen. Mache 50 Kniebeugen. Wenn man umfällt, ist man eh disqualifiziert. Mit meinem Knie schaffe ich das easy, easy, easy going. Ah, vielleicht fällst du um und ich habe schon gewonnen. Okay, 50? Ja, warum habe ich 50 aufgeschrieben? Wäre doch 10 gelangen. Okay, ready? Hey, warte mal, wie machen wir das ohne Hände? Nach hinten ausstrecken. 1, 2, 3. Komm richtig runter. Ich habe direkt die Scheiß-Challenge gezogen. Die wollte ich eigentlich fürs Ende. Hey, ich habe nicht gedacht, dass es so reinhaut, aber ich habe ja auch nur so eine Stunde gemacht. Erste Challenge geschafft. Ich kann schon nicht mehr. Jetzt brauche ich was zu trinken. Kann nicht mehr. Ihr Blutsauger. Ich kann nicht mehr. Leg dich mal richtig hin und steh auf. Aber so musst du jetzt auch mit Beinarbeit aufstehen, gell? Ja, okay, mit Schwung geht's. Oh. Wieso jemand aus dem Gefängnis? So fühle ich mich auch gerade. Wie ein Knast, gell? Oh, wie war denn das nochmal, dieses TikTok? Dieses lieber das und das oder 10 Jahre Gefängnis? Ach so. Aber die machen es vorne zusammen. Was ist das? Schöner Okay, nächste Challenge. Diesmal für Chiara. Ich habe meine gut gemacht. Mach eine Insta-Story. Nein, das ist das Einfachste, glaube ich. Was ist daran einfach? Jetzt brauche ich erstmal ein Handy. Okay, und jetzt bin ich gespannt, wie du das machst. Mein Handy. Ah, Hände nicht benutzen. Benutze doch gar nicht. Oha, mit dem ersten Nasentipper, Alter. Oh, du musst Konto wechseln. Ja, ja, ja. Jetzt. Aber von was mache ich eine Story? Ja, das ist deine Sache. Was machst du? Ich will mein Handy irgendwo, ich will mein Handy irgendwo anlehnen. Oh, ist das dumm ohne Hände. Ich glaube, du gibst schon nach der Challenge auf. Nein. Orange finde ich eigentlich eine schöne Farbe. DTAF. Was ist DTAF? Ich wollte Drehtag schreiben. Erstens, wenn du hingehst, dann siehst du gar nichts mehr im Handy. Und zweitens, ich habe einfach spanische, englische und deutsche Tastatur. Ich muss erstmal auf die richtige Tastatur gehen. Sequenz. Hey, wie scheiße! Was machst du? Aber wie gut habe ich das schnell geschrieben? Ja, was für Sequenz? Ja, mach einfach das in die Story rein. Sequenz? Hä, das ist gut geworden. Ja, und jetzt ja. Hier, guck mal. Ist das hübsch, die Story? Scheiße, ich krieg das ja gar nicht größer. Ja. Weil ich habe ja nur meine Nase. Ja. Das war eine gute Idee. Junge, du hast die einfachste Challenge ich schwöre, und du stellst dir, dich gottlos an. Das war eine richtig gute Idee. Oh mein Gott. Ah, jetzt kann ich wieder schreiben vielleicht. Was wird das? Happy Sonntag. Oh mein Gott, was eine scheiß Insta-Story. Die Story ist so toll. Uhrzeit, New Video und Happy Sonntag. Das passt doch. Yay. So eine geile Story, ehrlich. Hättest du nicht so schön hinbekommen, ich weiß das. 100%. Die zweite Challenge haben wir aber auch geschafft. Mit Bravour bestanden. Was? Hey, das ist voll die schöne Story. Ich habe nicht nur einen Text geschrieben, das sondern ich habe auch einen Sticker gemacht. Das war so eine scheiß Story, Alter. Ja, noch Musik gemacht und ich habe... Hä, voll gut. Die war ich so scheiße. Die war gut. Toll. Sehr schön. Okay, nächste Challenge für mich. Challenge Nummer 3. Das haben wir. Hol dir oh, was nein. zu trinken. Oh nein, ich muss mir was zu trinken holen. Mit Glas. Du musst einschenken. Oh, let's go. Ich bin ganz gespannt. Ich habe auch da hinten so einen Hocker, falls du dir den holen willst. Nein, ich schaffe das auch so. Oh Gottes Willen! Oh mein Gott! Ich hoffe, dass es gut geht. Oh mein Gott! Deine Nase ist weg! Ich kann nicht mehr. Easy. Schrank schon mal offen. Schon mal ja. Step Nummer 1. Es stand ja nicht drauf, welches Glas, ja, oder? Ja, aber keins mit Henkel. Das wäre ja übel easy. Kann sein, gleich Glasscherben. Oh nein, bitte nicht. Oh nein! Holz hinlegen. Ja, das ist übel schwer. Ja, du hast das Schwerste genommen. Oh mein Gott. Oh. Das war jetzt schon, finde ich, fast die krasseste Challenge Step dabei. Nummer 2. Ich muss noch eine Sprudelflasche aufkriegen. Wie soll ich das machen? Wie hast du das probiert? Hey, ich habe eine Idee.
also an die Menschen, die so geboren werden, krass. Ist so, gell? Wie oft man seine Hände benutzt, ohne drüber nachzudenken, ich finde es richtig. Ich hätte niemals raus. Ja, also aus der Kiste, das ist richtig assi. Ich glaube, ich hätte Ding genommen, Wasser gefiltert oder so, da in meiner Kanne. Also ich hätte es jetzt nicht so komplett. Wieso nimmst du eigentlich Sprudel? Oh mein Gott, deine Zähne. Das ist so ein ekliges Geräusch mit deinen Zähnen. Guck mal, wie du den Deckel schon vermackt hast. Du hast da voll drauf rumgebissen. Wollte ich auch. Machst du die auch nachher wieder zu? Jetzt trinkt da draus einfach auf Ex. Ja. Aber was mache ich jetzt? Ja, jetzt. Ja, also ich würde sagen... Unmöglich. Wie soll ich das mit meinem Fuß machen? Dann musst du dich hinsetzen, aber du bräuchtest einen höheren Stuhl, dass du richtig hochkommst. Ich brauche den Hocker. Wo ist der? Da. Nein, es steht auch noch die Box drauf. Ja. Ich will das Glas auf den Boden stellen. Dann oben drüber will ich was machen, was nicht so hoch ist. Und dann will ich die Wasserflasche kippen in das Glas rein. Chill. Seid bereit, die Box wird fallen. Oh! Habe ich doch gesagt. Guck dir das an. Jetzt habe ich aber meinen Hocker, den ich brauche. Also das hast du jetzt schon gut drauf, das kannst du. Musst du es dann auch trinken? Oh. Ja. Scheiße. Cool. Hä, übel schlau. Übel schlau. Wie mache ich das jetzt, dass nichts verschüttet geht? Trink aus der Flasche, lass es dann da reinlaufen und dann kann ich das nochmal trinken. Ich wusste, die Idee hatte ich vorhin auch schon mit dem Strohhalm. Aber weißt du, mich fronten wegen meiner Story, weil ich... Junge, was für Story und das, Alter? Das kannst du doch null vergleichen, hä? Naja. Shut the fuck up. Hä? Da kommt nichts. Ich hab dich nicht verstanden. Sag's nochmal. Du musst die noch mehr kippen. So hat das nicht funktioniert. Also, ich hab's zu wenig gekippt, gell? Ja, ich glaube. Scheiße, wie mache ich das? Ich weiß nicht, aber wenn es so um Glas und Wasser und so geht, da bin ich richtig, ja. Oh, ja? Du triffst das Glas meistens. Ach, es war gar nicht das Ziel, das Glas zu treffen. Ist was drin, ja. Jack, Leute, wie gut habe ich das gemacht? Schreibt's in die Kommentare, Alter. Du kannst selber ziehen, ja? Aber du hast gerade gesagt, du willst aufgeben, habe ich gehört. Doch, meine Schultern tun so weh. Mache eine Shisha für die Kamera vor. Oh, Scheiße. Ja, jetzt mal gucken. Wir fangen an mit dem Schwierigsten. Ich muss das auf dem Boden machen, weil ich nehme die nicht im Mund. Das tut voll weh im Kopf. Kommt dann überhaupt noch was Schwierigeres als die beiden? Also Socken ausziehen ohne Hände, das kann ich. Guck mal, Dina sagt zu mir, ich habe das gerade scheiße gemacht. Du stellst dich bei allem so gottlos an. Insta-Story machen, halbe Stunde Socke ausziehen seit 5 Minuten. Digga. Ja, ich wollte nicht, dass ich mein Wasser so einschenke. Das sind 3 Sekunden, wo ich die Socke ausziehe. Oh Gott, leg einfach so drauf, das Papier. 2 habe ich. 2. Hey, das ist Bauchmuskeltraining des Todes. Hände nicht benutzen. Ja, ich liege halt drauf. Was soll ich jetzt? Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Oh mein Gott. Ja, gut. Ja, wäre ich barfuß, gut. Dann wäre alles einfacher. Oh, voll Muskelkater. Aber jetzt Kopf bauen und noch Kopf putzen. Aber wie soll ich denn das da rüber tragen? Ja, welcher? Sie bekommt einfach den, der ganz vorne steht, oder? Ich rutsch mit meiner Strumpfhose. Meine Strumpfhose ist richtig scheiße. Was habe ich mir dabei gedacht? Danke. Also diese Challenge, wenn ich verlieren sollte, ist mir scheißegal. Ich habe jede Challenge safe besser gemacht als du. Ich glaube, es gibt Leute, die stellen sich noch schlimmer an. Warum machst du das überhaupt mit deinem Fuß? Weil ich mit meinem Fuß sehr geschickt bin. Ich lerne es oben drüber. Ist das ekelhaft, Alter. Ich habe nicht mal den Tabak berührt. Okay. Guck mal, das ist nämlich jetzt überall die ganze Zeit drin und deine Haare sind im Tabak und so. Das wird nichts. Warum kommt da nichts raus? Wie soll ich die Haare zurückgeben? Ich habe keine Arme. Ich habe eine Idee. Ja, perfekt. Bringt super was. Jetzt mach diese... Deine Kohle brennt schon, gell? Jaha. Ich hab echt keinen Tabak rausgekommen. Guck mal. Ja. Ja, oha. Jetzt. Oha, jetzt hast du richtig gut gemacht. Oh mein Gott, das Oberteil. Ja, guck mal. Das Oberteil nach links noch mehr. Ja, und damit glaubst du, schaffst du jetzt. Du siehst aus wie so ein Samurai. Kannst du das abnehmen? Ich finde, ich hab's gut gemacht. Zeig ja, mal. Ja, den kann man jetzt schon. Zeig mal von schon auf jeden Fall. Der ist geil. Geschafft, Challenge. Ja. Nummer, was war das? 5? Ja. 4. 4. Und guck mal. Hälfte geschafft. Guck mal, ich dachte wirklich, mit meiner Schüttelaktion, da geht mehr daneben. Kannst du mir jetzt helfen mit meinen Haaren, bitte? Was soll ich dir da helfen? Ich hab doch selber keine Hände. Also meine Schultern, die tun so weh. Ganz übel.
Wir ziehen jetzt die nächste Challenge. Challenge Nummer 5 von 8. Ach, warum klebt es bei dir eigentlich immer so an deiner Lippe so hardcore? Oh, ich wusste, bringe den Müll in den Müllraum. Dass nächstes kommt. Ich wusste es. Okay, wir müssen den Müll in den Müllraum bringen, aber das ist für mich easy game. Oder ich nehme den so mit. Einfach im Mund runter. Fertig. Ja, gelber Sack ist besser als Biomüll, hey. Ich brauche Schlappen. Schlappen, ja. Habe ich natürlich gesponsert von Lidl. Die Lidl-Latschen. Ich hoffe, ich verliere meine Hose nicht. Die ist nämlich schon hart am Limit. Okay. ich nehme jetzt den gelben Sack. Oh, scheiße. Ich hoffe, der ist noch angelehnt. Okay, ich nehme den mit und ich hoffe, wir lehnen den Müllraum immer nur an. Ich hoffe, die andere Putzfrau war nicht da. Ansonsten habe ich ein riesiges, riesiges Problem. Das hast du dann verloren? Ja, schon. Das hat ja dein Challenge gemacht. Fuck it! Er hat es durchgebissen, oh nein. Du musst weniger Zähne benutzen. Das sieht echt eklig aus. Der Müll stinkt. Mein Kiefer. Du hast nachher so eine Kieferklemme. Wow, clean. Aber die Challenge ist so einfach. Ich habe einfach die einfachste Challenge gezogen. Wie soll ich die aufkriegen? Wie das aufzieht. Hä? Hak meinen Schlappen da ein. Die Türklinke geht so richtig leicht. Ah, oh, Krampf im Arsch. Die Tür unten fällt immer von alleine zu, deswegen ist es so schwierig. Es sind viele Menschen, kann das sein? Mahlzeit. Ja, also gut. Let's go. Zwei Gefesselte. Auf der Straße. Let's go. Aua! Zack, den anderen Müll sammle ich auch noch auf. Challenge Nummer 5 auch geschafft. Ja. Was geht zum Fernsehen und schaltet die letzte Nico vs. Chiara-Folge an. Okay. Okay, also gut, wir sind ja schon letzte Folge Nico vs. Chiara einschalten auf dem Fernseher. Deswegen, Leute, gutes Stichwort. Guckt die letzten Folgen an. Okay. 1, 2 und 3. Das Ding ist, wir haben 3 Fernbedienungen, deswegen ist es so, naja, easy. Aber ich mache einfach mal an. Easy. Jetzt. Ist der Fernseher an. Geil. So, guck mal, wie clean ich das mache. Ja. Hä, es reagiert nicht mehr. Was ist das eigentlich für ein süßer Film? Ja, klappt jetzt auch mal. Oder? Nein, das reagiert Junge, nicht mehr. Junge. Scheiße, ich bin ja, auf Paramount falsche. Gegangen. Oh Gott, Scheiße. Oh Gott, okay, oh Gott, noch mal. Oh Gott. Merkst du nicht, dass die Fernbedienung nicht reagiert, wenn du die da hinten hast? Boah, ja. Oh mein Gott, das ist unfair. Das ist unfair. Das ist halt unser Fernseher, das ist halt richtig. So muss es sein, so muss es bei jedem von euch zu Hause auch aussehen. Ihr gebt ein N ein und es kommt unser Account. So, und jetzt suchen wir mal. So muss sein. Die Leute, Abo nicht vergessen, ja. Glocke aktivieren, liken nicht vergessen, ja. Oh, geiler wow. Banner, Alter. Oh, nein! Nein! So scheiße! Hä, aber wie? Scheiße, ich bin so auf Home gekommen. So scheiße! Halt die Klappe! Fuck, du hast es echt so schnell geschafft. Oh, nee, okay. So, ich hab's geschafft. Sechste Challenge geschafft. Wir haben noch 2 übrig. Bis jetzt hat noch keiner seine Hände benutzt. Das heißt, es kann gut auf den Unentschieden rauslaufen. Ja, jetzt. Wir haben noch 2 Challenges. Okay, meine letzte Challenge. Let's go. Irgendwas Cooles. Macht ihr was zu essen? Nein, ja, das ist das Schwierigeres. Ja, du hast immer nein. Oh, wie geil ist denn das? Oh, was ist denn das überhaupt ist schwierig. Noch übrig? Ich habe ja keine Vorgabe, oder? Nee, du könntest ja auch einen Apfel nehmen. Ich kann mir auch einen Apfel theoretisch nehmen, aber das wäre mir selber zu langweilig. Deswegen mache ich mir, glaube ich, mache mir ein Brot. Brot. Okay, dafür brauche ich einen Teller. Wie unnötig. Nimm dir doch ein Brett, ein Holzbrett oder so. Lass mich in Ruhe, Mann, Alter. Ja. Wisst ihr, Nico ist jemand, der mag es einfach kompliziert. So richtig ist hier unten. Ja, ist so. Okay, ich brauche ein Messer. Oh. Okay, Messer und Teller ist da. Nico schmeißt einfach immer alles runter. Komm runter, Mann. Hä, aber das machst du viel besser als die Box. Das hast du ja richtig clean gemacht. Oh mein Gott! Nein! Das ist jetzt dumm. Das ist jetzt richtig dumm. Ey, meine Schultern tun so weh. Das ist echt nicht normal. Ich überlege gerade aufzugeben, einfach nur weil es so weh tut. Jetzt brauche ich noch meinen Belag. Ich mache mir einfach ein Hummus-Käsebrot. Hummus willst du da drauf schmieren? Ja, natürlich. Hey, ich hätte einfach nur eine Scheibe Käse draufgeschmissen, ja, ehrlich. Kühlschrank, kräftig halten. Oh mein Gott, das wird mein Zeh brechen. Das geht. Wir verzichten jetzt mal auf Sachen wie Tomaten, Radieschen und sowas. Hummus, Käse, fertig, okay? Guckt euch da. Junge, Alter. Also wirklich, das wird immer besser bei dir. Immer nur so, gell?
Nein! Ach, machst du dir gleich zwei? Alles klar. Ich mache halt zwei Brote. Okay, jetzt brauche ich den Hummus. Den muss ich jetzt aufkriegen. Oh. Au! Oh, meine Lippe. Wow, hast du gut gemacht. Oh. Ich schwör's dir, ich habe schon überlegt, weil das wirklich so weh tut. Übertreib aber nicht, mach nicht zu viel drauf, gell? Mhm. Gell, das Feingefühl ist nicht so da mit dem Mund. Doch. Hey, das geht nicht runter. Hm? Okay. Das tut so weh, ich habe meine Schultern trainiert und es tut weh, wenn die so nach hinten sind. Es zieht richtig hier so, da. Zieht es richtig rein. Ah, jetzt kommt ein bisschen mehr drauf. Gut. Käse? Käse ist, glaube ich, ganz unten, gell? Ich hab nicht einmal meine Füße benutzt bei der Challenge, oder? Du hättest es auch mit hier so einem Schaschlikspieß machen können. Fertig! Boah! Challenge Nummer 7, mir ein Boss abgeschlossen. Ja. Ich hatte die schwierigen Sachen und habe die alle abgeschlossen, ohne Probleme. So Leute, es geht in die letzte Challenge. Gehe 5 Minuten live auf TikTok, ohne zu erwähnen, warum du deine Arme nicht benutzen darfst. Ich würde gern dafür mein Handy irgendwo anlehnen, dass man mich halt auch sieht. Account wechseln? Ja. Safe Call. Du hattest es vorhin an deinem Fuß, gell? Hä, ist doch geil. Ich muss es hinstellen irgendwie. Wir haben jetzt gleich ein Riesenproblem. Warum? Klasse Idee. Oh, wird vielleicht auch noch aufgegeben? Hä? Wie schmerzen die Schultern? Warum immer mit dem Fuß? Weil ich mit dem Fuß gut klarkomme. Oh, guck mal, wie schön. 5 Minuten live, weil ich bin gespannt. Ich darf ja nicht zu sehen sein, gell? Oh, scheiße, ich habe hier voll das schlechte Licht. Ich muss woanders hin. So ist doch live gut. Nein, da kann man unter meinen Rock gucken. Ich will es mit Schwung. Das geht nur so. Ich lieb's, wie du mich immer hatest, aber es ist nicht so einfach. Ich hab das gerade in 2 Sekunden umgedreht. Halt's Maul. Okay. Oh, das ist aber gefährlich, wie du gerade da saß. Ich bin live. Nala, komm, wir gehen zusammen live. Mal schauen, ob überhaupt jemand reinkommt. Du darfst nur ignorieren, gell? Ja. Hallo an alle, die reinkommen sind. Wie geht's euch so? Habt ihr auch so schönes Wetter bei mir? Ich würde gerne vielleicht auf Kissen sitzen oder so. Und wenn man sich so entscheidet. Aua. Danke, danke für die Likes. Komm, Schaflik hier. Weil ich auf dem Boden sitze. Schon 211 Likes. Vielen, vielen Dank. Ich muss immer so vorgehen. Meine letzte Challenge ist geschafft. Live ist beendet. Ich würde sagen, das ist das erste Unentschieden. Kriegt beide einen Punkt. Aktueller Spielstand nach 4 Folgen. 3-2 für Chiara. Yes. Das war's dann auch schon wieder mit der 4. Folge. Nico versus Chiara. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Irgendwann haben die Schultern wehgetan. Ja. Aber es war mal sehr interessant, so zu sehen, wie man sich ohne Arme anstellt. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, die wahrscheinlich in 2 Wochen kommt, Leute. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr auch jemanden, wo ihr sagt, derjenige war besser, Nico war besser, Chiara war besser. Schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute. Adios. Psst.